Der vierte Teil in unserem Thema, die Kraft des Glaubens und in unserer Betrachtung der Glaubenshelden in Hebräer 11. Letzte Woche haben wir über Abraham gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass Glauben bedeutet, im Aufbruch zu leben. Heute ist unser Thema Glaube im Test. Glaube im Test. Und wir stellen uns einem ganz, ganz schwierigen Kapitel in der Bibel. Dadurch, dass ich Predigtreihen mache, auch oft durch ganze Bücher, wird einem oftmals ein Thema gestellt. Und manchmal gucke ich mir dann einen Text an und denke, oh nee, ne, da habe ich aber überhaupt keine Lust. Was soll ich denn da jetzt drüber sagen? Aber es ist ja schon wichtig, dass wir uns auch mit der Bibel in der Breite beschäftigen und dass Prediger nicht nur so ihr Schoßhündchen, das, worüber sie immer sprechen, dann halt nochmal aufwärmen, sondern dass wir uns die Sachen angucken. Und so wollen wir uns heute miteinander einem eher schwierigen Text stellen, also so habe ich ihn lange, lange empfunden, und wollen mal sehen, was Gott dadurch zu uns heute sagen kann. Ich lese Hebräer 11, die Verse 17 bis 19. Es geht wieder um Abraham. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Gott den Abraham berufen hat, seine Heimat zu verlassen. Er verspricht ihm ein Land und er verspricht ihm eine riesige Nachkommenschaft. Nun ist ja unser Thema Glaube im Test. Und als Pastor, glaube ich, muss ich auch manchmal die Zuhörerschaft testen. Und das habe ich mir letzte Woche vorgenommen. Und das muss ich jetzt aufklären. Also letzte Woche habe ich einen kleinen Test eingebaut. Ich habe nämlich gesagt, Abraham sei 95 Jahre alt gewesen, als er aufbrechen sollte. Das stimmt natürlich nicht. Abraham war in seinen 70ern. Und ich hatte mir vorgenommen, für den, der den Test am besten besteht, das ist der Erste, der mich dann auf dem Kirchenhof anspricht und sagt, Augenblick mal, mein lieber Freund, das stimmt aber so nicht. Das war die Katharina Hölscher und sie kriegt ein Magnum Salted Caramel, das beste Eis der Welt. Also, um das richtig zu stellen, Abraham war Mitte 70, als er aufbrach aus diesem Land. In seinen 70ern war er. Und Abraham war 99, als dieser Sohn der Verheißung, Isaak, kam. Also das sind rund knapp 30 Jahre. Obwohl Abraham 70 war, obwohl seine Frau unfruchtbar war, war Gott trotzdem nicht unfassbar in Eile. Er verspricht Abraham, er soll der Vater eines riesigen Volkes werden. Sie sollen ihr eigenes Land haben, ein riesiges Volk soll entstehen und lässt sich nochmal so richtig Zeit. Und 30 Jahre später, mit knapp 100, empfängt er den Sohn und den Erben der Verheißung, Isaak, durch den dieses riesige Volk dann entstehen soll, weitergehen soll. Und dann kommt Gott, und das haben wir gerade gelesen, und sagt, dieser schwierige Text, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn opferst, als Brandopfer. Dass du ihn tötest und auf einem Altar verbrennst, um Gottes Wohlgefälligkeit zu erringen. Das ist erstmal wahnsinnig schwer für uns heute zu verstehen und nachzuvollziehen. Ich komme da gleich noch zu. Aber zuerst einmal möchte ich starten und sagen, Glaube wird von Gott getestet. Das gehört dazu. Die ganze Bibel ist voll davon, von Beispielen, dass Menschen, die Gott glauben, Gott sagt, glaub mir, hier ist die Verheißung, das will ich tun. Und Menschen machen sich auf wie Abraham und glauben und dann kommt immer ein Test. Dann kommt immer ein Test. Ich denke, was mir gerade einfällt ist, Israel ist in Ägypten und sie sind versklavt und es geht ihnen richtig, richtig schlecht. Und dann kommt der Mose und sagt, Gott will uns hier rausbringen, Gott hat ein besseres Leben für uns. Und sie glauben, und was passiert? Die Frondienste werden verschärft, die Arbeit wird verdoppelt, alles wird noch schlimmer. Und endlich ist es soweit und der Exodus kommt, sie können das Land verlassen, endlich sind sie frei. Und was passiert? Sie stehen mit dem Rücken zum Roten Meer, da kommt die ganze ägyptische Armee und sie denken, die machen uns jetzt alle platt, jetzt sind wir tot. Ja? So oft machen sich Menschen auf im Glauben
Und dann kommt der Test. Dann wird alles noch viel, viel schlimmer. Dann sieht es aus, als würde es in die entgegengesetzte Richtung gehen von dem, was Gott eigentlich verheißen hat. Und so auch bei Abraham. Warum? Warum tut Gott das? Warum testet Gott unseren Glauben? Nun, im Neuen Testament finden wir eine bemerkenswerte Antwort, weil die Glaubenstestung unseren Glauben reinigt. Unser Glaube soll gereinigt werden, soll gefestigt werden. Und Petrus gibt uns hier ein fantastisches Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 7. Und er sagt, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Petrus schreibt diese Worte in einer Zeit schlimmster Christenverfolgung, wo Nero gerade viel Freude daran hatte, Christen zu verbrennen. Und er spricht von einem Feuertest. Und er sagte, euer Glaube soll sich jetzt bewähren in dieser schlimmen Situation. Soll sich euer Glaube bewähren? Und dann spricht er davon, wie Gold im Feuer gereinigt wird. Mit Gold ist es nämlich so. Du kannst es einschmelzen, so oft du willst. 100-mal, 1000-mal. Es verliert niemals an Qualität und an Masse. Diesen Ring trage ich an meinem Finger seit 38 Jahren. Ich glaube, wenn ich ihn einschmelzen würde, würde er an Qualität und Masse verlieren. Aber wieso, Uwe? Du hast doch gerade gesagt, dass Gold das nicht tut. Naja, wir waren jung und wir hatten nicht besonders viel Geld. Und von daher, Gold ist ja, es gibt ja Gold in unterschiedlichen Graden, in unterschiedlichen Reinheitsgraden. Und wenn du reines, pures Gold möchtest, dann erhitzt du das. Und alles, was nicht Gold ist, das verbrennt, das vergeht. Aber das, was bleibt, das, was du hinterher wiederkriegst, wenn du es eingeschmelzt hast, du hattest nie mehr Gold. Auch wenn es sich jetzt leichter anfühlt. Und was für ein Bild. Manchmal sind wir mit Glauben unterwegs, aber es gibt auch Fremdstoffe, die sich mit unserem Glauben verbinden. Das merken wir gar nicht so. Zum Beispiel Egoismus. Glaube bedeutet ja auch nehmen. Gott verheißt mir etwas und ich nehme es und ich möchte es. Und ich glaube für eine Beförderung oder ich glaube für gute Gesundheit oder ich glaube für viele Dinge. Da geht es ja um mich. Und das ist auch völlig okay. Aber es kann natürlich auch eine ziemlich egoistische Seite entfalten. Das wird gereinigt im Feuer. Und unser Glaube wird purer. Oder Selbstgerechtigkeit. Ja? So viele Dinge, so viele religiöse Motive, die sich mit unserem Glauben irgendwie vermischen können. Und das will Gott reinigen im Feuer. Und wenn du durch eine schwere Prüfung gegangen bist, habe ich manches Mal gedacht, mein Glaube sei weniger geworden. Und habe gesagt, lieber Herr Jesus, ich bin so viele Jahrzehnte mit dir unterwegs und jetzt bin ich dermaßen durch eine schlimme Zeit gegangen, ja durch die Hölle gegangen, für mich subjektiv gefühlt. Und Herr, mein Glaube fühlt sich lächerlich an. Das war doch mal viel mehr. Was ist, mein Gott, ich bin Prediger. Sollen wir nicht im Glauben wachsen? Soll der Glaube nicht immer mehr werden? Meiner ist irgendwie weniger geworden. Und dann habe ich das hier verstanden und habe mich riesig gefreut. Nein, er ist nicht weniger geworden. Ich hatte nie mehr Glauben als das. Er ist reiner geworden. Er ist gereinigt worden von vielen, vielen anderen Dingen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns als Christen positiv zu dieser Testung unseres Glaubens stellen. Wenn du mit Gott unterwegs bist und du vertraust ihm für seine Versorgung und für seinen Schutz und für seinen Segen und es läuft so ganz anders in deinem Leben, ist es wichtig, dich positiv zu dieser Testung zu stellen. Jakobus sagt mal an einer Stelle, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Glaubenstestungen geratet, weil dadurch wird Standhaftigkeit auch gebaut. Du wirst standhafter, du bekommst Ausdauer im Glauben. Achte es für Freude, das heißt, stell dich positiv darauf ein. Gott wird unseren Glauben testen. Das ist Teil des Unterwegseins im Glauben, dass Glaube getestet wird. Und so hat Abraham das auch erlebt. Das Zweite, was ich an Abraham hier heute lerne und was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und mir Mut macht, ist, Glaube ist die Basis für Gehorsam. Seit jeher und von Kindesbeinen an war Gehorsam nicht mein Lieblingswort.
Das mag dem einen oder anderen so gegangen sein, ob in der Schule oder wo auch immer. Gehorsam, da hatte ich es nicht so mit. Aber ich habe ja sehr, sehr früh den Herrn Jesus angenommen und kennengelernt. Und da war dann immer so diese Forderung im Raum, man muss ja auch gehorsam sein. Nun, Hebräer 11, Vers 8 zeigt uns einen wunderbaren, zeigt uns, wie es geht und warum das was total Positives ist und nichts Negatives. Dort heißt es, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. Und auch das erleben wir in der Opferung des Isaaks, aber das erleben wir auch in seinem Aufbruch. Abraham war gehorsam. Warum war er gehorsam? Es war Glaubensgehorsam. Und der Gehorsam, mit dem ich so Probleme habe, der mir so überhaupt nicht gefällt als Mensch, und ich glaube auch ein Stück weit, dass Gott mich so gemacht hat. Ich glaube nicht nur, dass das ein Fehler ist. Es ist Kadavergehorsam. Ich glaube nicht, dass Gott mich dazu geschaffen hat, mich zu unterwerfen. Und ich glaube auch nicht, dass Gott ein Gott ist, der möchte, dass wir uns unterwerfen. In anderen Religionen, da ist das so. Ja? Gott fordert die Unterwerfung der Völker, damit sie nicht in die Hölle kommen. Und die sollen einfach mal machen, was er sagt. Sonst kommen die schweren Gerichte. Nun, ich glaube, das kann man aus der Bibel hier und da auch konstruieren. Aber wenn man das Gesamtzeugnis der Schrift nimmt, glaube ich, geht das am Charakter Gottes vorbei. Und es geht an seiner Schöpfungsabsicht vorbei. Gott will nicht deinen Kadaver gehorsam. Gott will dich nicht unterwerfen. Gott will sich nicht gut fühlen, wenn du da kniest und er macht seinen Fuß auf deine Schulter, mein Untertan. Der gehorcht aufs Wort. Das ist überhaupt nicht sein Charakter. Und das ist überhaupt nicht, wie er uns geschaffen hat. Sondern Glaube macht Gehorsam zu einer freiwilligen Sache. Hast du das Wort freiwillig und Gehorsam mal so auf engem Raum gehört? Freiwilliger Gehorsam, was ist das denn? Also Gehorsam, wenn du in der Armee bist und dann kommt der Oberschießprügler und sagt, Schlamm gestanden, dann ja, bist du gehorsam. Und wenn er sagt, 10 Liegestützen, das ist kein guter Tipp. Oder könntest du ja mal. Nein, nein, das ist ein Befehl. Und was ist von dir gefordert? Gehorsam, bedingungslos. Und wenn er sagt, schieß auf diesen Menschen, dann schießt du auf diesen Menschen. Ja? Bedingungsloser Gehorsam, Kadavergehorsam. Das ist das, womit ich in meinem ganzen Leben noch nie gut klargekommen bin. Nein, im Glauben gehorcht Abraham. Das heißt, Glaube macht Gehorsam zu einer freiwilligen, zu einer fröhlichen Sache. Gott hat seine Gebote gegeben im Alten Testament. Und ich mag das Wort Gebote gar nicht so sehr, weil Tora könnte man eigentlich noch besser übersetzen, und zwar mit Weisung. Die Gebote Gottes, die Weisung Gottes für uns Menschen, die ist so positiv und die ist so zu unserem Vorteil. Gott will, dass es uns gut geht. Er hat ein Motiv. Er will nicht einfach Unterwerfung, damit er der Mächtige ist. Er sagt, so sollst du leben, damit es dir gut geht. Und dann will ich dich segnen und dann wird es dir noch besser gehen. Und dann wirst du das Maximale aus deinem Potenzial ausschöpfen. Dann wirst du das Maximale aus deinem Leben rausholen. Gottes Gebote machen Sinn. Und Gottes Absichten sind immer, immer, immer gut. Gott will dich nicht berauben. Gott will dir nichts wegnehmen. Gott will dich nicht rumschieben auf einem Schachbrett, so wie ihm das gefällt. Und was du dabei empfindest, ist völlig egal. Sondern Gott hat zu jedem Zeitpunkt auch dein Interesse vor Augen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, das von Herzen glauben zu können. Auch in den schwierigsten Phasen unseres Lebens. Gottes Absichten sind immer gut und Gott lädt uns ein zum Gehorsam. Er lädt uns ein zu einer ganz besonderen Art von Gehorsam, die gibt es nur im Reiche Gottes. Das Wort Gehorsam in der Welt bedeutet was völlig anderes. Im Reiche Gottes zählt der Glaubensgehorsam. Weil ich glaube, weil ich Gott von ganzem Herzen vertraue, werde ich das tun, was er mir sagt, werde ich ihm folgen. Werde ich gehorsam sein, weil ich von seinen guten Absichten, von seinem guten Charakter, von seinen guten Plänen mit mir so überzeugt bin. Das lernen wir bei Abraham. Deshalb ist Abraham so ein Glaubensheld. Er war so überzeugt von Gott und seinen guten Absichten. Aber kommen wir mal zu dieser schwierigen Sache mit Isaak. Fordert Gott hier wirklich ein Menschenopfer?
Und ist Abraham wirklich bereit, das zu bringen? Und das soll uns heute eine Lehre sein? So wie ich gestrickt bin, habe ich immer die Geschichte sehr aus Isaaks Sicht gesehen und fand das höchst beklemmend. Also wenn ich Isaak wäre und Gott spricht zu Abraham und sagt, opfer deinen Sohn. Und Abraham sagt, ja klar, kein Problem, mache ich. Ich als Isaak hätte nicht gesagt, boah, mein Vater ist aber ein Glaubensheld. Hammer. Kann man sich nur ein Vorbild dran nehmen. Echt. Der lässt mich mal locker über die Klinge springen. Hauptsache, der liebe Gott auf seinem Thron ist ganz glücklich. Der zieht das einfach durch. Mann, hab ich einen tollen Papa. Nein, ich glaube, so hätte ich nicht reagiert. Ich glaube, ich hätte gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater sagt, nein Gott, auf gar keinen Fall. Das kann nicht von dir sein. Das kann überhaupt nicht von dir sein. Ich hätte gewünscht, dass mein Vater sagen würde, dann bin ich lieber das Opfer, dann werde ich lieber umgebracht, dann werde ich lieber verbrannt, Gott, wenn du das brauchst. Aber nicht mein Sohn, auf gar keinen Fall mein Sohn. Das hätte ich mir gewünscht. Wie ist das zu verstehen? Nun, das Erste, was ich sagen möchte, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um das zu verstehen und viele, viele andere Dinge in der Bibel. Die Gottesoffenbarung in der Menschheitsgeschichte ist etwas Progressives. Gott offenbart nicht alles auf einmal. Abraham wusste noch relativ wenig über Gott. Der hatte keine Gemeinde, der hatte keine Bibel, der hatte kein K3-Kolleg, der hatte keine zu Hause eine Regale voller christlicher Bücher und Nachschlagewerke. Abraham wusste ziemlich wenig über Gott. Und Gott offenbart sich den Menschen im Laufe der Geschichte, auch im Laufe der Bibel, wird das Licht immer heller, immer heller, immer heller, immer heller. Und in Christus, in Jesus, erreicht er seinen hellsten Punkt. Das heißt, der ewige Gott, der sich niemals ändert, der immer der gleiche ist, offenbart sich aber immer wieder im Zeitlichen, aber, und das finde ich bemerkenswert, auf Augenhöhe mit der Menschheitsentwicklung. Er offenbart sich den Menschen da, wo sie jetzt gerade stehen. Und er macht nicht das volle Licht an und sagt, was sich alles ändern muss und was alles richtig wäre und was alles so. Nein, er nimmt sie dort, wo sie sind und er nimmt sie, wie sie sind. Und er nimmt sie an die Hand und er führt sie den nächsten Schritt in seine Richtung. Er führt die Menschheit den nächsten Schritt. Und so wird das Licht, solange sie an der Hand Gottes gehen, wird das Licht heller und heller und heller und heller. Kann man so ein bisschen auch sehen, Mose, da ist das Licht schon ziemlich hell. Ja, das Gesetz wird gegeben, die Tora wird gegeben, das Volk wird geformt. Josua, das Land wird eingenommen. Und nach Josua wird es erstmal wieder dunkler. Sie wenden sich ab von Gott und dann kommt ein Zeitalter, da ist jemand wie Simson, ja, der grobe charakterliche Probleme hatte und wo manche Verfehlung zu beklagen, das ist schon ein Glaubensheld. Das ist schon jemand, den Gott gebraucht. Das ist ein völlig anderer Standard als auch bei Mose oder bei Josua. Aber das Licht ist irgendwie ein bisschen dunkler geworden. Aber Gott sucht immer wieder Leute, mit denen er sprechen kann. Und dann geht es weiter und das Licht wird heller und heller und heller und heller. Und in Christus leuchtet es am hellsten. Gott führt immer den nächsten Schritt. Eigentlich kann man Gott im Alten Testament als absolut progressiv bezeichnen. Das ist der Grund, warum ich manchmal Probleme damit habe, wenn evangelikale Christen immer nur konservativ aufgestellt sind. Immer nur irgendwas Altes bewahren, dass es bloß sich nicht ändert. Weil Gott mit der Menschheitsgeschichte geht einen anderen Weg. Er führt immer den nächsten Schritt. Und das ist dann nicht abgeschlossen, sondern das geht dann weiter. In uralten Zeiten, zum Beispiel, gibt Gott die ersten Rechte, die eigentlich heute relevant sind, zum Beispiel Tierrechte. In der Tora heißt es, wenn der Ochse drischt, dann sollst du ihm das Maul nicht verbinden. Also wenn du einen Ochsen hast und den lässt du für dich arbeiten, der soll das Korn dreschen, die ging dann in so eine Mühle rum und dann fiel ja dann auch von dem Korn was auf den Boden. Und das aß der Ochse dann und der geizige Kornbauer, der nahm dann sofort so einen Mundschutz und machte das dem Ochsen vor den Mund und wollte sich das sparen. Und Gott hat was dazu zu sagen in einer Zeit, als Tierrechte wirklich
im Heidentum sicherlich überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Die wurden geschlachtet, die wurden geschächt, die wurden Tiere halt. Und Gott sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Gott interessiert sich für den Ochsen. Er nimmt die Menschheit an die Hand und geht den nächsten Schritt in die richtige Richtung. Tatsache ist, für Abraham waren Menschen Opfer denkbar. Abraham kam aus einem heidnischen Umfeld. Abraham kannte Gott noch nicht so gut. Die Offenbarung Gottes war noch nicht so weit. Und Abraham hatte erlebt, wie das ist in seinem heidnischen Umfeld, dass es verschiedene Religionen gibt, dass es verschiedene Götter gibt. Und für ihn war es wahrscheinlich etwas ziemlich Normales, dass Götter Menschenopfer forderten. Es war in der Zeit so. Ich habe gerade vor diesem Sommer einen historischen Roman gelesen, der spielte in Deutschland, in Sachsen, so 950 nach Christus, König Otto. Und da wurden die Slawen, die slawischen Völker unterjocht, wurden besiegt mit dem Motiv, sie zu Christen zu machen. Und diese slawischen Völker, die waren auch richtig knackige Heiden. Und einer der größten Helden in dem Roman war so ein heidnischer Priester, der sich später dann zum Christentum bekehrte, aber der Menschenopfer gebracht hatte. Und es wurde so schön beschrieben, in welchem Zwiespalt er war, diesen Menschen jetzt zu töten, den er doch auch mochte oder so. Aber die Götter forderten es und er hat es getan. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen reingenommen in eine Epoche der Menschheit, wo sowas einfach denkbar war. Es ist heute undenkbar. Wir leben in 2020, wir sind so geprägt über Jahrhunderte von Kirche und Christentum und von Humanismus. Und auf diesen beiden großen Dingen, auf die unser Denken in Europa basiert, ist es einfach undenkbar, ist es unmenschlich, ist es inhuman. Aber wir müssen einfach mal verstehen, für Abraham war es denkbar und Gott nutzt Abrahams Unwissenheit für einen Glaubenstest. Und für Gott, und das müssen wir ganz, ganz klar kriegen hier, für Gott war es auch undenkbar zu jedem Zeitpunkt. Gott hatte nie vor, dass so etwas geschehen sollte. Es ging um einen Glaubenstest für Abraham. Vielleicht so 800 Jahre später sind sie ganz kurz vor der Einnahme des verheißenen Landes. Und dann heißt es hier, bevor Josua und bevor jetzt das Volk Gottes dieses Land einnimmt, so als mahnendes Wort von Gott an sein Volk in 5. Mose 12, Vers 30 und 31. Aber lasst euch nicht zum Götzendienst verführen, nachdem ihr diese Völker besiegt habt. Das dürft ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht antun. Denn diese Völker haben getan, was der Herr verabscheut. Sogar ihre Kinder haben sie für ihre Götter verbrannt. Circa 800 Jahre später offenbart Gott hier etwas und sagt, Leute, was immer ihr euch von anderen Völkern abguckt, guckt euch nichts von deren Religionen ab. Das ist absolut verabscheuenswürdig. Ich, euer Gott, will keine Menschenopfer. Und Gott hatte sich nicht irgendwie gebessert oder seine Meinung geändert seit Abraham, sondern er testet Abraham und nutzt, dass Abraham es einfach nicht besser wusste und nutzt diesen Umstand. Das hilft mir schon ein bisschen. Da komme ich schon ein bisschen besser mit der Geschichte klar. Aber noch nicht ganz. Etwas fällt mir auf, wenn ich sie dann lese, auch gerade den ursprünglichen alttestamentlichen Text, nämlich Abraham glaubte Gott, glaubensgehorsam. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, ist er so seltsam gelassen. Er ist so seltsam gelassen in dieser Geschichte. Vielleicht schauen wir uns das mal gemeinsam an. Hier in 1. Mose 22, was da überhaupt passiert ist. Und schau mal genau hin. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf die Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten.
Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak. Ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Drei Dinge fallen mir hier auf in diesem Text. Zum einen Abrahams unfassbare Gelassenheit. Also wenn man Abraham betrachtet, wie er so mit Gott umgeht, wie Abraham sich einsetzt für Sodom und Gomorra, wie Adam mit Gott verhandelt manches Mal, er ist unfassbar gelassen, wenn es um seinen Sohn geht. Abraham, ja Herr, nimm deinen Sohn, den du über alles liebst, den du nach knapp 30 Jahren endlich einen Sohn hast du gewartet und geglaubt, nimm den, töte ihn, verbrenne ihn und bring ihn als Opfer. Und Abraham sagt er, okay, alles klar, sonst noch was? Nö, das wär's für heute. Ich hätte ja mal gedacht, dass Abraham mal sein Gewand zerreißt, Staub in die Luft wirft und sagt, nein Gott, nein, das kannst du doch nicht machen. Ich habe dir vertraut, 30 Jahre lang, jetzt habe ich ihn endlich. Ich liebe ihn so sehr, das kannst du doch nicht machen. Dass er wenigstens mal versucht, Gott umzustimmen, dass er wenigstens mal hadert. Nö, am nächsten Morgen steht er auf, packt seine Brocken, macht alles fertig und los geht's. Seltsam. Dann reisen sie 3 Tage lang. Und dann sagt Abraham zu den Dienern, die er mitnimmt, pass mal auf, Jungs, ihr passt jetzt auf die Esel auf. Ich und der Junge, wir gehen jetzt nach oben, Gott anbeten. Und wenn wir damit fertig sind, kommen wir wieder. Lügt Abraham? Denkt er sich, naja, was sollst du den Dienern jetzt die Wahrheit sagen? Und sagt, hört mal auf, Jungs, ich werde den Jungen da oben umbringen. Gott will ihn als Opfer, bleibt mal hier und ich komme dann später wieder. Nein, Abraham sagt, wir kommen wieder. War das gelogen? Hat Abraham bewusst gelogen? Oder wusste er etwas? Und dann gehen sie den Berg hoch. Mein Vater, ja, sagt Abraham, mein Sohn. Wir haben Feuer, wir haben Holz, wir haben ein Messer. Aber wo ist das Lamm? Naja, wenn Abraham jetzt hier lügen würde, könnte ich das auch verstehen. Ich meine, wenn er dem Jungen sagt, also du, ich muss dir das ja jetzt mal sagen, ne? Also gibt heute kein Lamm, du bist das Lamm. Also wenn ich Isaak gewesen wäre, ne, und ich bin ein ziemlich guter Läufer, ich wäre weg gewesen. Ne? Ich hätte meine Bestzeit gelaufen und hätte den Alten abgehängt und hätte gesagt, hier, ne, also kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wie gesagt, ich habe es nicht so mit Gehorsam. Aber was sagt denn Abraham auf die Frage? Er sagt, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Und was passiert, als der Engel ihn stoppt, dieses Opfer zu bringen? Ja, finden Sie einen Schafsbock im Dickicht, Gott hat dafür gesorgt und dieser Schafsbock wird geopfert und nicht Isaak. Ist das gelogen von Abraham? Auf mich wirkt es, dass er ziemlich gelassen ist und dass er genau das voraussagt, was passieren wird. Abraham wusste irgendetwas. Woher kam diese Gelassenheit? Nun, Glauben macht uns gelassen, das lerne ich hier. Aber es war der Glaube an Gott und an Gottes Zusagen. Abraham hat sich auf eine Sache gestützt und das lernen wir hier in Hebräer 11. Gott kann mir den Isaak nicht nehmen, das geht gar nicht. Gott kann es nicht tun. Hey, Gott ist allmächtig, ja. Aber Gott handelt niemals gegen sein eigenes Wort. Das wäre, Gott würde sich selbst verleugnen, gegen seinen Charakter zu handeln. Das tut Gott nicht. Und so schreibt ja der Schreiber des Hebräerbriefes hier in Kapitel 11, 18, Isaak, über den gesagt worden war. Was war über Isaak gesagt worden? Was war die Verheißung? In Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Das heißt, Abraham hat nicht einen Moment geglaubt, dass er ohne Isaak nach Hause gehen würde. Die Verheißung war auf Isaak. Es war nicht möglich, dass Gott sagt, okay, pass auf, du hast 30 Jahre gewartet, jetzt hast du deinen Sohn, den sollst du jetzt opfern, dann gibt es bald einen neuen. Vertrau mir.
Nein, nein, konnte Gott nicht machen. In Isaak, das war völlig klar, auf Isaak lag die Verheißung. Gott konnte ihn nicht nehmen. Und Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Das heißt, was Abraham mindestens wusste und geglaubt hat. Schlimm genug, aber was Abraham mindestens wusste. Selbst wenn ich dieses Messer nehme und meinen Sohn opfer und das Feuer anstecke, Gott wird ihn sofort zurückgeben müssen. Gott kann ihn nicht behalten. Es kann nicht passieren, dass mir Isaak wirklich genommen wird. Und wenn Gott will, dass ich ihn töte, um zu sehen, wie er ihn wieder lebendig macht, okay, dann ist das eben so. Aber Isaak wird dir heute nicht das Opfer sein, sondern Gott wird dein Opfer finden. Das wusste Abraham. Das finde ich bärenstark. Das finde ich bärenstark und daher diese Gelassenheit. Gott kann nicht lügen. Abraham konnte sich Menschenopfer vorstellen und Gott nutzt das. Aber Abraham blieb gelassen, weil die Verheißung war auf Isaak. Und er wusste, Gott wird mich niemals berauben. Ich werde mit Isaak zurückkehren. Ich werde Isaak erleben, wie er aufwächst und wie er ja auch ein Stammvater dieses kommenden Volkes wird. In Jakobus 2, Vers 23 finden wir noch einen Winkel, der mir auch sehr, sehr hilft, das Ganze hier zu verstehen. Dort in Jakobus heißt es, die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt kommt's. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Das ist sehr, sehr stark. Im Alten Testament gibt es nicht viele, die Freund Gottes genannt wird. Über Mose sagt Gott, glaube ich, ich rede mit ihm wie ein Mann mit seinem Freunde. Abraham wird Freund Gottes genannt. Wozu braucht man Freunde? Wozu braucht Gott Freunde? Nun, wenn du einen wirklichen Freund hast, der dir wirklich, wirklich nahe steht, dann geht es darum, dass du mit diesem Freund Dinge teilst. Dass du ihm sagst, wie es dir gerade geht und was dir gerade Mühe macht. Und ja, vielleicht ganz, ganz intime Dinge, die sagst du nicht der ganzen Welt, die sagst du nur deinem Freund. Du hast das Bedürfnis, es mit deinem Freund zu teilen. Und ich glaube, diese ganze Aktion mit dem Opfern von Isaak, es ging um eins. Nämlich, dass Gott mit seinem Freund etwas teilen wollte. Nämlich, was er selber vorhatte. Und was er selber noch durchleben möchte. Und er wollte, dass Abraham das in aller emotionalen Tiefenstärke versteht. Gott offenbart hier den Heilsplan. Es ist so offensichtlich, wenn du das mit dem Neuen Testament nicht in Augen liest, wie Gott sagt, nimm den einzigen Sohn und opfer ihn. Ja, woher kennen wir das denn, den eingeborenen Sohn zu opfern, den einzigen Sohn zu opfern aus dem Neuen Testament? Wir kennen es von Jesus. Die Reise zum Berg dauerte genau 3 Tage, so wie Jesus 3 Tage tot war zwischen Sterben und Auferstehung. 3 Tage tot und dann war er wieder da. Nimm den einzigen Sohn, das ist fast wie Gott das sagt, nimm den einzigen Sohn, den du so sehr liebst. Und Gott offenbart, wie er die Menschheit erlösen wird. Er offenbart Abraham den Heilsplan. Er offenbart Abraham Dinge, die weit über das Land Kanaan und das in Besitz nehmen dieses Landes hinausgehen. Nämlich wie er seinen Sohn in diese Welt schicken wird. Als ein Opfer. Als ein Opfer, um alle Menschen zu erlösen. Gott offenbart es seinem Freund Abraham. Und Abraham fühlt wie Gott. Und dann heißt es ja hier in Vers 19, indem Abraham dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne. Und jetzt kommt's. Von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Das Wort Gleichnis. Was ist ein Gleichnis? Jesus erzählt Gleichnisse. Ja, es ist so etwas, was eine Wahrheit verdeutlichen soll. Diese ganze Geschichte sollte Abraham eine Wahrheit verdeutlichen. Es war ein Gleichnis. Es war ein Gleichnis für das, was Gott viele, viele, viele Jahrhunderte später tun würde, nämlich seinen eigenen Sohn zu opfern. Und Abraham durfte das spüren. Durfte das spüren, was es bedeutet, was es Gott bedeutet, seinen Sohn sich vom Herzen zu reißen und für uns alle zu geben. Und das darf uns alle tief berühren heute an diesem Sonntag.
So sehr wir das Wissen in jedem Lied singen und jeden Tag vielleicht in unseren Gebeten mit dabei haben, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, danke Gott, dass du deinen Sohn gesandt hast, das darf uns nochmal mit tiefen Schärfe hier begegnen, so wie es Abraham begegnete. Dazu gibt es diese Geschichte, was es Gott bedeutet hat, seinen Sohn zu opfern. Abraham bleibt gelassen im Glauben. Lass mich schließen mit einem letzten Punkt, der mir hier noch wesentlich scheint. Und der ist, Glaube bedeutet loslassen. Glaube bedeutet, loslassen zu können. Festhalten, Menschen, die festhalten müssen, die klammern müssen an ihre Position, die sie erkämpft haben, oder an ihrem Besitz, den sie erkämpft haben. Oder Menschen, die klammern müssen oder an anderen Menschen klammern, an einen Partner klammern, an einen Freund klammern, sind keine glücklichen Menschen. Glaube gibt uns Sicherheit in Gott und deshalb können wir loslassen, weil wir sind abhängig von Gott. Darüber sprachen wir auch. Wir sind abhängig von Gott. Er gibt uns das, was wir haben sollen. Er verheißt uns das und er segnet uns, er gibt uns das. Wir brauchen an nichts festzuklammern in diesem Leben. Das ist, was Glaube uns klar macht. Habe vor vielen Jahren mal eine Geschichte gelesen, eine witzige kleine Geschichte, einen kleinen Witz eigentlich, von einem Mann, der sein Dach repariert. Und sein Haus ist vierstöckig, ziemlich hoch. Aber es ist keiner zu Hause, Frau ist einkaufen, Kinder sind alle weg. Und er turnt da oben auf dem Dach rum und muss was reparieren. Er rutscht aus. Er rollt das Dach runter und kriegt gerade noch die Regenrinne zu fassen und hängt jetzt da sehr, sehr hoch über der Erde. Er ruft Richtung Nachbarn, hallo, Hilfe, hört mich jemand? Und ihm wird klar, nee, die Nachbarn sind alle arbeiten, seine Frau ist unterwegs, seine Kinder sind nicht da. Ihm wird klar, es ist überhaupt keiner hier. Er versucht, sich hochzuziehen, war aber nicht sonderlich durchtrainiert und hat nicht einen Klimmzug geschafft. Dann kommt die Angst. Und er weiß, es geht ganz, ganz tief hier runter. Was macht dieser Mann? Er schaut gen Himmel und er ruft, wenn es da oben irgendjemand gibt, dann hilf mir. Und wahrhaftig, eine Stimme kommt vom Himmel und die sagt, glaube nur und lass los. Der Mann hängt da noch eine Weile und ruft, wenn es da oben noch irgendjemand gibt, dann hilf mir. So sind wir ja auch manches Mal, wenn Gott sagt, glaube nur und lass los. Wir wünschen uns, dass im Glaube einfach alles easy ist und dass unsere Probleme so direkt gelöst werden und dass alles immer so ganz straight geht und dass alles immer so, aber so ist es nicht. Wer Glaube an Gott hat, als Vater, der es gut mit uns meint, der nur das Beste für uns will, der kann loslassen. Selbst das Kostbarste, dein Isaak, den Gott dir verheißen hat, für den du geglaubt hast, auf den du gewartet hast, selbst den musst du nicht erdrücken. Meins. Und deine Sicherheit darin suchen. Deine Sicherheit ist in Gott. Und das bedeutet, es gibt nichts, was du im Glauben, wenn dir der Glaube geschenkt ist, nicht loslassen kann. Festhalten kostet so viel Kraft und führt zu so viel Krampf. Loslassen und Vertrauen ist entspannend. Und wir werden frei von Angst und Sorge durch den Glauben. Deine Position, das, was du bist, das bist du durch Gott. Das kann dir kein Mensch nehmen. Deine Gesundheit und wie es um sie steht, deine Hand, dein Leben, deine Zeit steht in seiner Hand. Du darfst ihm dafür vertrauen. Du darfst loslassen. Finanzen, das, was dir so gehört, du darfst loslassen. Wenn es eine Jüngerschaftslektion gibt für jeden Jesus-Nachfolger, ist es auch im finanziellen Bereich einfach loszulassen. Gott sagt, ich bin dein Versorger. Ich will für dich da sein. Ich sorge mich um dich. Und Gott ist begeistert, wenn wir ihm opfern, so wie Abraham geopfert hat, wenn wir ihm opfern, auch im finanziellen Bereich, wenn wir eine Ewigkeitsinvestitionssicht haben, wenn wir wissen, die Opfer, die ich bringe, die werden wirklich etwas bewirken im Reich Gottes, aber sie werden auch in Ewigkeit ihre Bedeutung haben. Gott wird mich dafür belohnen. Es wird sich lohnen, großzügig zu sein, wenn es um die Sache Gottes geht.
Ich brauche für keine Position zu kämpfen. Ich muss nicht rufen, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Wenn das, was ich bin, wirklich von Gott geschenkt ist und ich nicht irgendwie etwas verkrampft festhalten muss, wie genial ist das denn? Selbst über den Christus heißt es im Philipperbrief, dass er seine Position als Gott nicht wie einen Raub festhielt, sich nicht daran festklammerte. Es gehörte ihm. Er konnte loslassen und er konnte diesen Weg gehen. Ich wünsche uns allen ein Wachstum im Glauben, das uns in die Lage versetzt, entspannt zu sein, gelassen durchs Leben zu gehen, Gott zu vertrauen und loslassen zu können. Getesteter Glaube ist starker Glaube. Ein riesiger Segen für Abraham, ein riesiger Segen für uns. Ich bin davon überzeugt, wenn wir Abraham jetzt noch kurz interviewen könnten, so vom Himmel aus, und sagen, Abraham, wenn du an die Geschichte zurückdenkst, was sagst du? Ich glaube, Abraham würde sagen, ich würde diese Erfahrung niemals missen wollen. Das war ein geistlicher Meilenstein für mich im Kennenlernen meines Gottes. Das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich bin froh und dankbar, dass Gott mir diese Erfahrung geschenkt hat. Und so komme ich sehr, sehr versöhnt und positiv aus dieser Geschichte und sehe auch darin meinen genialen Gott. Glaube muss getestet werden. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne noch mit uns beten dürfen. Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Nachfolge berufen. Herr, und du möchtest uns gebrauchen. Du möchtest, dass wir im Glauben wachsen, dass Glaube Kraft entfaltet, dass wir die Kraft des Glaubens in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer Kirche verspüren. Herr, wir wollen positiv sein, was die Testung des Glaubens betrifft. Wir wollen dankbar sein. Wir wollen glauben, dass du niemals die Kontrolle verlierst. Herr, wir sehnen uns danach, von dir gebraucht zu werden, als Kirche und als Einzelne. Wir sehnen uns danach, dass deine Kraft durch uns wirkt, dass Menschen das Evangelium hören, dass wunderbare Dinge passieren, dass Leute zum Glauben finden, so wie Abraham zum Glauben fand, dass Leute durch uns angesprochen sind und dieses Wunder wieder geschieht, dass Leute frei werden, beginnen zu glauben, neues Leben empfangen. Herr, wir sehnen uns so sehr nicht nach einer perfekt organisierten Kirche, sondern danach, dass dein Geist wirkt und wunderbare Dinge schenkt. Dafür glauben wir, dafür beten wir, Herr. Lass unseren Glauben wachsen und lass uns immer mehr diese Kraft des Glaubens erleben, wie auch Abraham sie erlebt hat. Amen.